So, zweite Halbzeit. OSC gegen FC Alsterbrüder. Spielstand nach der ersten Hälfte 3:1 für den OSC. Ja, 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 ja
Echo!
Komm her! Gut! Ja! 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 Ja!
komm! Oh, Kindergarten, die Pfeife, du. Der Zehner, ist das jetzt der Trainersohn, der Zehner? Ja. Was ist denn jetzt? Ja, ganz klares Foul, aber ist das eine gelbe Karte? Meine Güte, ey. Der läuft doch auf, Mensch. Gewollt. Och, da kriegt er auch eine gelbe Karte für. Ich glaube das nicht. Yeah.
Schnell, Niklas. Was pfeift der da? Was soll das gewesen sein? Was pfeifst du denn? Alto! Was pfeifst du? Ruhe! Wer steht zu mir? Wer steht zu mir? Wer Thank you.
So, nach einer kurzen Trinkpause geht es jetzt auch weiter. Das war der Anschlusstreffer für die Alsterbrüder zum 3:2. Steht 2 Meter daneben, man sieht nichts. Laufen, ja. Laufen erstmal von vorn. Einfach weiter.
Ja. Oh. Sauber. Jawohl! Mensch, entlastet doch erstmal. Mann. Mach den doch lang.
erklärt man den nochmal. Dann fangen wir da recht, der hat ja 3-3 getippt. So egal. Der Punkt ist ein bisschen weiter hinten, ne? Warum hau ich in die Wolken? Minute 3:3 Ausgleich. Alsterbrüder. Alsterbrüder gleich aus. Er ist neuer Spielstand 3:3. Torschütze Nummer 23 mit einem Strafstoß. Kannst du jetzt aber auch mal eine gelbe Karte für geben, Schiri? Unausgewogenes Gepfeife hier. Sag mal, Schiri, bist du blind? Ja, da hat er wieder seine gelbe. Sehr schön. Bravo. Mann. Zentrum besetzen! Zeit!
Zieler macht weit! Auf ihn an! Auf ihn an! Zentrum passt nicht! Jari? Ja, jetzt kommt der Ball! Jetzt gib ihm! Wieder drehen die Partie, neuer Spielstand 4:3. Schieb ran! Komm her, Männer, komm! So, wer hält sie eigentlich mit der? Schieb ran! Ja, auf der Seite. Noch ein zweiter Mal, bitte. Ja, Luis. Ah, so, 4:3 für die Alsterbrüder, wie ihr gehört habt. Torschütze war die Nummer 9. In der 88. Minute. Herr Rat, musst du mit! Geh nach, Jungs, geh nach!